in GTA 5 ganz einfach in Franklins Haus reinkommst, indem du dich richtig positionierst auf sein Dach und dann mit der Schockwellenpistole ganz einfach aimst und voilà, Freunde, ihr seid drin. Okay, aber kann man in GTA 5 eigentlich mit einem Abschleppwagen einen Geldtransporter abschleppen und so das Geld klauen? Ich hab's getestet und es geht nicht. Dafür kann man in GTA 5 alles, was explosiv aussieht, sofort anzünden und zum Explodieren bringen. Und Freunde, das geht nicht wirklich. Ich habe hier einige Sachen hingespawnt und die explodieren. Wenn ihr auf eine Windschutzscheibe von einem Auto zielt mit der Raygun, wird der Schuss einfach durchgehen und die Explosion wird das Auto nicht treffen. Und ich konnte es nicht glauben, aber es ist wahr. Ihr könnt in GTA 5 einfach die Motorhaube benutzen und könnt so unter Wasser schießen in der Ego-Perspektive, auch mit einer Minigun. Und Freunde, das ist wirklich extrem lustig. Das müsst ihr einfach testen. Wenn wir aber schon unter Wasser sind, dann bleiben wir da erstmal. Nämlich an folgender Location oben in Palito Bay findet ihr ein geheimes UFO, was ihr auch finden könnt, wenn ihr nicht 100% Story habt. Und wenn wir reingehen, Freunde, sehen wir folgendes. Macht gerne das Plus weg, join oben in Discord und wusstest du...